Pünktlich zum Abschluss unserer Gaming Los Wochos hier auf der Filmfabrik habe ich die Möglichkeit gehabt, Ready Player One zu gucken. Das ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Ernest Cline. Der kam erst 2010 raus, aber direkt Bestseller, und Steven Spielberg kam und hat gesagt, Mensch Leute, her mit den Filmrechten. Und jetzt kommt das Ding am 5. April, glaube ich, in die Kinos. Ich kannte das Buch überhaupt nicht, ich habe es auch nicht gelesen und kann deswegen nicht wirklich was dazu sagen, inwiefern sich der Film an das Buch hält und wo er abweicht. Aber den Film fand ich wirklich aus vielerlei Hinsicht sehr, sehr gelungen und sehr interessant, auch wenn man vielleicht so ein bisschen verschiedene Herangehensweisen an den Film haben könnte. Die Story ist laut Spielberg auf jeden Fall nah am Buch, auch wenn er gesagt hat, das war ja nur ein Handlungsstrang von fast 12, aus denen er hätte aussuchen können. In einer recht dystopischen nahen Zukunft im Jahr 2045 ist Columbus, Ohio eine der größten und am schnellsten wachsenden Städte weltweit. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist so groß wie nie und ein Großteil der Bevölkerung lebt in den sogenannten Stacks. Das sind so mehr oder weniger Trailerparks der Zukunft, wobei die Trailer und Wohnmobile hier einfach zu mehreren Türmen so aufeinander gestapelt sind und daher auch der Name Stacks. Und um dieser trostlosen Welt aus Korruption, gierigen Großkonzernen und sozialer Ungleichheit zu entfliehen, hat ein gewisser James Halliday eine riesige virtuelle Welt namens Oasis programmiert, in die man mit einer VR-Brille abtauchen kann. Und der ist damit ultrareich geworden. Und Oasis ist sozusagen Second Life in VR. Also man kann Spiele im Spiel spielen, Shooter, Rennspiele, alles was man sich vorstellen kann. Kann aber auch alle möglichen Freizeitaktivitäten machen. Die sind auch in die Oasis sozusagen ausgelagert worden. Man kann Sport machen, man kann Filme gucken, man kann in Clubs gehen. Man erstellt einfach einen Avatar, gestaltet ihn nach seinen Vorstellungen, also Geschlecht, Aussehen, sogar Spezies. Und flieht dann in diese Welt, in der man wirklich alles machen kann und mit den erspielten Coins sich sogar die verschiedensten Zusätze, Items und Gadgets für seinen Avatar kaufen kann. Aber auch Käufe für die reale Welt, wie zum Beispiel so ein Ganzkörperanzug, der das Erlebnis in der Oasis noch realer macht. Nachdem also der Erschaffer James Halliday verstorben ist, lässt er die Spieler per Videobotschaft sozusagen wissen, dass er in dieser riesigen Welt von Oasis irgendwo drei Schlüssel versteckt hat. Und wer diese drei Schlüssel findet, findet das im Spiel versteckte Easter Egg und soll Hallidays Vermögen in Höhe von 500 Milliarden Dollar überschrieben bekommen und noch fast viel wichtiger für die Spieler, zudem auch die gesamte Kontrolle über gesamtes Oasis. Das löst natürlich eine riesengroße Schnitzeljagd aus und einer der sogenannten Gunters, das ist kurz für Egg Hunter, also Eierjäger sozusagen, ist der junge Wade Watts. Wade lebt seit dem Tod seiner Eltern bei seiner Tante in einem dieser Stacks, verbringt seine Zeit aber hauptsächlich auf einem Schrottplatz, auf dem er aus einem alten Autowrack heraus mit seiner VR-Brille eben und seiner zusammengeschusterten Ausrüstung in die Oasis eintaucht. Und weil er so ein riesengroßer Fan von James Halliday ist und sein Leben eigentlich kennt wie kaum ein anderer, ist er auch der Erste, der mit vier Freunden den ersten Schlüssel finden kann. Und von dem Moment an wird der Wettlauf eigentlich erst so richtig entfacht, weil jahrelang nämlich niemand auch nur einen Schlüssel finden konnte und keiner so richtig zuversichtlich war, überhaupt dieses Easter Egg finden zu können. Ich habe am Anfang ja gesagt, für den Film gibt es so wirklich mehrere Herangehensweisen. Was definitiv als allererstes auffällt, ist, dass ein Großteil des Films in der Oasis spielt und somit komplett aus dem Computer kommt. Also teilweise wirklich als Animationsfilm bezeichnet werden kann. Der letzte Film, bei dem ich mich so gefühlt habe beim Gucken, war Luc Bessons Valerian. Und Valerian fand ich unter anderem auch deswegen furchtbar. Einige Stimmen gab es, die gesagt haben, Spielberg hätte sich jetzt viel zu viele Luc Besson Filme angeschaut und wollte sie jetzt vor allem optisch übertrumpfen. Bei Ready Player One darf man aber eben eine Sache nicht vergessen, das, was da dargestellt wird, ist eine Computerwelt, ist ein Computerspiel. Insofern muss es vielleicht sogar computeranimiert sein, damit dieses Gefühl eben besser transportiert wird. Und die CGI ist nicht etwa so fotorealistisch wie zum Beispiel die Affen in der neuen Planet der Affen Trilogie, sondern eben sichtbar und deutlich animiert. Dann habe ich den Film auch noch in 3D gesehen. Das heißt, man muss sich also selber sozusagen eine Brille aufsetzen, um den Film dann richtig sehen zu können. Also auch nochmal dieses Gefühl, dass man sozusagen selbst Teil dieser Oasis ist und selbst im Spiel. Insofern also wirklich eine etwas neue, etwas andere Perspektive auch auf diese ganze 3D-Geschichte, die ich persönlich eigentlich auch nicht so mag. Also Filme in 3D schaue ich eigentlich nicht wirklich gern. Hier macht es aber durchaus Sinn.
Und beim Dreh der Szenen im Spiel haben übrigens auch alle Schauspieler ihre Avatare per Motion Capturing selbst gespielt, standen dabei aber eigentlich nur in einem riesigen 380 Quadratmeter großen Raum, der völlig leer und komplett weiß war. Und die Schauspieler hatten somit auch überhaupt keine Anhalts- und Referenzpunkte für ihr Spiel, weil das Set ja später per Computer eingefügt wurde. Und was Spielberg also hier gemacht hat, er hat die Sets schon mal virtuell vorher bauen lassen und vor jeder Szene hatten die Schauspieler VR-Brillen auf, um sich zu orientieren und zu wissen, wo zum Beispiel Türen sind oder andere Figuren, die größer oder kleiner sind, die man ja dann irgendwie auch, mit denen man interagieren muss. Und das waren dann sozusagen die Anhaltspunkte für das Spiel in der Szene. Und die nächste Sache, die natürlich auch schon im Vorfeld alle heiß gemacht hat oder zumindest sehr neugierig gemacht hat, die ganzen Anspielungen und Referenzen auf die Film-, Gaming- und Popkulturwelt der 80er und 90er. James Halliday nämlich, der Erfinder dieser Oasis, war in allererster Linie ein Nerd, der in seiner Kindheit die ganze Zeit nur Filme geguckt hat und Videospiele gespielt hat. Und so ist die Oasis natürlich voll von bekannten Figuren und Schauplätzen. Einige hat Rafa ja schon in den letzten News genannt und es gibt noch Figuren aus Mortal Kombat, den Alien-Film. Ein paar Turtles habe ich gesehen, das Hotel aus The Shining kommt vor und auch Fahrzeuge wie zum Beispiel der Van vom A-Team, Kaneda's Bike aus Akira und sogar der RX-78-2 Gundam. Also es gibt noch jede Menge und bestimmt habe ich auch einiges übersehen. Man kann beim ersten Mal eigentlich gar nicht alles sehen, denn die Oasis ist wirklich, das ist reine Reizüberflutung, was auf einen zukommt. Dieser Nostalgie-Flair kommt aber wirklich sehr, sehr gut rüber, ohne dabei aber alle, die nichts mit den Anspielungen anfangen können, ganz vom Film auszugrenzen. Und ein bisschen was wiedererkennen wird eigentlich jeder, der sich auch nur im Entferntesten ein bisschen mit Videospielen und oder Filmen in den letzten 30 Jahren beschäftigt hat. Aber auch die reale Welt, von der man besonders im letzten Filmdrittel dann immer mehr sieht, hält besonders mit dem Soundtrack die Nostalgiefahne hoch, unter anderem mit Van Halen und Aha. Und der dritte Aspekt, den man betrachten muss, ist dann rein filmischer Natur, also wie funktioniert Ready Player One als Film für sich genommen. Wenn man nämlich nur den Film als solches anschaut, ist es eine gut gegen böse Story, die im Prinzip wenig Innovatives bietet, aber trotzdem eben sehr sympathisch ist. Viel eindringlicher sind hier tatsächlich aber die handwerklichen Aspekte. Also auch in der Oasis gibt es zum Beispiel sehr filmische Kamerafahrten, obwohl alles computeranimiert ist. Spielberg hat hier wie so oft auch schon wieder mit dem polnischen Kameramann Janusz Kaminski zusammengearbeitet. Und Kaminski hat schon für Schindlers Liste und für Der Soldat James Ryan 2 Oscars unter Spielbergs Regie gewonnen. Später kam übrigens noch ein dritter Oscar dazu für den wirklich sehr, sehr guten Film Schmetterling und Taucherglocke. Und auch bei der Filmmusik gibt es die altbewährte Kombi praktisch, Steven Spielberg und Alan Silvestri. Was die Schauspieler angeht, muss ich wieder mal so ein bisschen eine Lanze brechen, vor allem wenn man nämlich bedenkt, unter welchen außergewöhnlichen Bedingungen diese ganzen virtuellen Szenen gedreht wurden, ist es wirklich schon sehr bemerkenswert. Auch wenn keine der Figuren so wirklich so einen bleibenden Eindruck hinterlässt, was emotionale Tiefe oder Entwicklung angeht, trotzdem muss man sagen, gerade so diese virtuellen Szenen im Motion Capturing sind sehr, sehr gut gedreht. Ty Sheridan spielt den Protagonisten Wade Watts. Sheridan ist sozusagen einer von dieser breiten Garde der jungen Wilden in Hollywood. Den kennt ihr vielleicht als jungen Cyclops aus X-Men Apocalypse, aber der hat auch schon mit Matt, Joe und Tree of Life von Terrence Malick sehr, sehr seriöse Rollen gespielt. Die weibliche Hauptrolle spielt Olivia Cook. Die kennt man aus Bates Motel und in einem Geheimtipp hat sie auch mitgespielt. Der heißt nämlich Ich und Earl und das Mädchen. In dem spielt sie eine an Leukämie erkrankte Schülerin. Schaut ihn euch an, ist wirklich ein sehr, sehr rührender und sehr, sehr schöner Film. Die wahren Hingucker hier waren für mich aber Mark Rylance als der wirklich herrlich nerdige Erfinder und Programmierer von Oasis und der Komiker TJ Miller als I-Rock, einer der Gegenspieler innerhalb der Oasis und eigentlich so der einzige, von dem man immer nur den Avatar in der Oasis sieht und den man gar nicht in der realen Welt sieht. Also den Menschen dahinter sieht man eigentlich gar nicht im Film. Er sorgt auf jeden Fall für einige sehr, sehr lustige Momente. Der eigentliche Hauptbösewicht Ben Mendelsohn als Nolan Sorrento ist so der Kopf von so einem Großkonzern IOI. Der war hingegen so ein bisschen flach und langweilig eigentlich. Seine riesige Firma, eben die ist IOI, macht auch richtig systematisch und mit riesigen Geldressourcen Jagd auf das Easter Egg von Halliday, um die Kontrolle über Oasis zu erhalten und damit dann riesiges Kapital mit Werbung zu generieren. Und die Jungs und Mädels von der IOI machen auch nicht mal vor Attacken in der realen Welt halt. Also für die ist es wirklich mehr als nur ein Spiel. Also die wollen das Ding dann wirklich gewinnen.
Und wenn man genau hinschaut, behandelt der Film auch einige sehr, sehr erwachsene Themen oder reißt sie zumindest so ein bisschen an. Also Themen wie Realitätsflucht, das Erwachsenwerden an sich, aber auch Sexualität und auch gleichgeschlechtliche Liebe sind Thema. Also alles in allem ein Film, den man wirklich aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Gerade mit Hinblick auf die vielen nostalgischen Anspielungen und Elemente fand ich ihn wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und wenn man nicht gerade fotorealistische CGI erwartet, war es auch optisch wirklich sehr, sehr schön anzusehen und opulent, würde ich fast sagen. Es lohnt sich also, wenn man denn Lust auf den Film grundsätzlich hat, ihn sich auch wirklich auf großer Leinwand und mit gutem Sound im Kino anzuschauen. Auf jeden Fall wurde sehr, sehr viel Liebe ins Detail gesteckt und die fast 3 Jahre lange Produktion ist deutlich zu sehen und wurde auch gut genutzt. Und auch wenn der Film mit 140 Minuten ziemlich lang ist, zieht es sich eigentlich nicht wirklich, bis auf das Ende vielleicht so ein bisschen, aber auch in der hektischen finalen Schlacht, in der riesigen Endschlacht sozusagen, wird sich dann trotzdem nochmal die Zeit genommen, um wichtige Aussagen an den Zuschauer zu richten und die eigentliche Message des Films wirklich nochmal so rüberzubringen. Das fand ich insgesamt wirklich sehr, sehr schön. Spielberg war vor allem als Produzent, aber auch als Regisseur schon in genug andere Filme involviert, die mir deutlich weniger Spaß gemacht haben. Was euch natürlich hoffentlich Spaß gemacht hat, ist diese Review. Ihr seid jetzt auf jeden Fall bestens gewappnet für Ready Player One. Wenn ihr ihn vielleicht sogar schon gesehen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. War euch das alles ein bisschen zu viel abgenerdet oder war das gerade cool und schön nostalgisch? Also gerne eure Meinung in die Kommentare. Checkt auf jeden Fall auch die letzte Ausgabe unserer News und abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert natürlich die Glocke, um ja nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns schon sehr, sehr bald im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bis bald.